Hallo Leute, herzlich willkommen zu IDPL Spieltag Nummer 10 gegen den guten Alex. Wir sehen, ja, dieses Mal nicht sein gefälltes dabei, sondern sein Wolverock in der Tagform, was ich tatsächlich echt nicht gut finde. Was sogar eigentlich relativ schlecht ist. Was sogar eigentlich richtig scheiße ist, aber naja. Ich möchte eigentlich Rocks haben, ist so das Ding. Seine einzigen zwei Lead-Pokémons, die ich mir wirklich gut vorstellen kann, sind Victini und Weavile. Ist so das Ding. Deshalb überlege ich jetzt, mit was möchte ich leaden. Möchte ich wirklich mit... Ich habe halt echt Angst vor dem Thanatora-Sweep. Der kann halt wirklich einfach passieren. Das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Aber ich denke... Ich möchte mal kurz was gucken, weil Victini dürfte eigentlich keine Möglichkeit haben... Ich gehe eigentlich wieder von Scarf Victini aus. Choice Scarf mit Energy Ball uns rauszunehmen. Wenn er Full Special Attack ist. Nee, hat er nicht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mit Mr. Zero leaden und auf jeden Fall unsere Rocks rausbekommen. Es sei denn natürlich, er leadet mit seinem Sylveon. Und da ich auch mit einem Crocodile Lead beginne, können wir eventuell auch den Scarf bluffen, was ich ziemlich gut finde. Zweitens möchte ich mal gucken, was ich auch noch nicht gekalkt habe, ist, wie viel macht eigentlich eine Stone Edge gegen, wir müssen leider mit Timid kalken hier an der Stelle. Macht leider kaum etwas gegen Victini. Also das ist echt kacke. Mit Stone Edge machen wir echt nicht viel Schaden. Aber wir outspeeden das Victini, das sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und allzu oft kann das Ding nicht in Rocks kommen. Das Thanatora könnte halt die Antibodenbeere tragen, was ein richtiges Problem für uns wäre. Ein gigantisches, um genau zu sein. Ich hoffe nur, er leadet damit nicht. Er leadet mit seinem Wolverock. Das heißt, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass wir jetzt die Rocks traden. Und wie wir das tun. Oh Junge. Ist für uns beide scheiße. Aber ich denke, wir können beide da... Ich kann eigentlich damit ganz gut leben. Vor allem kriege ich jetzt einen Free EQ raus. Weil was will er da reinwechseln? Er hat tatsächlich keinen Switch in den Rabigator momentan, weil er mit Wolverock geleadet hat. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich überlege, ob ich hier direkt auf das Toxin gehen möchte, aber ich denke ja nicht. Ja, Wolverock kann uns Gott sei Dank gar nichts. Und einen Switch in hat er halt nicht. Ansonsten, wir kriegen halt Infos über das Kofag und zur Not haben wir da auch noch Knockoff, also... Könnten wir potenziell sogar schon Mon rausnehmen, je nachdem, wie das Sylveon ausgelegt ist. Wie viel kriegt denn Sylveon? Showdown Usage, Full Death von unserem Crocodile kriegt das Ding exakt 39 bis 47, also leider kein Two-Hit. Aber auch nur, wenn er wirklich physisch defensiv ist. Ansonsten könnten wir ihn sogar Two-Shotten. Also meine Hoffnung ist auf jeden Fall, dass wir jetzt hier gleich mal Mon rausnehmen. Die Sache ist nämlich die, je nachdem, was das für ein Sylveon-Set ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dieses Mal eher speziell defensiv ist und sein Kofag physisch defensiv gemacht hat. Okay, er drückt Brick Break. Das ist okay, er hat einen Sash, damit kann ich leben. Möchte ich mich weiter anchippen lassen? Jetzt hätte ich echt gerne Defog auf eins meiner Mons, ne? Aber richtig gerne. Darf ich eigentlich nicht. Ich darf mich halt nicht. Ich muss leider Crocodile hier weiter anchippen lassen. Aber damit nehmen wir jetzt schon mal seinen Wolverock raus. Das ist ganz gut. Das ist auf jeden Fall pretty solid. Sehr, sehr solide. Die Frage ist, in was geht er jetzt? Ich denke, er geht in sein Sylveon. Weil ich dagegen halt kein Switchen habe. Oder er geht da rein. Low Kick wäre in jedem Fall... Ich glaube, Low Kick ist sein Play. Er könnte auch auf Poison Jab gehen, um mein... Naja, er wird halt auf die Eisattacke gehen, ne? Er wird garantiert auf die Eisattacke gehen. Oder? Was könnte er denn noch drücken? Ja, aber wenn ich in Cobalion gehe, dann hat er ein Problem. Weil ich möchte eigentlich hier meinen Crocodile noch nicht opfern. Auf jeden Fall möchte ich das eigentlich nicht tun, weil wir noch Intimidate haben. Wenn er Icicle Crash drückt, wie viel kriegen wir denn von einem Adamant Weavile? Falls er das ist, würde ich das gerne gleich mal damit kalken gegen meinen Aromatis. Macht ein Icicle Crash, wenn er Choice Band ist, viel zu viel Schaden. Weil er nicht auf minus 1 ist vor allem. Aber er kann eigentlich nicht auf Icicle Crash gehen, er muss auf Low Kick gehen. Oder halt auf Poison Jab. Wenn er das macht, dann ist das jetzt echt doof. Aber ich denke, er wird eher auf Icicle Crash gehen, er kann eigentlich nicht riskieren.
dass ich das jetzt überlebe. Er geht auf eisige Crash. Und wir schmeißen ihn damit raus. Okay. Das ist tatsächlich eine Situation, die ich nicht unbedingt gerne sehe. Weil ich nicht viel gegen Victini machen kann. Geht er jetzt auf U-Turn? Ich hoffe, er geht jetzt auf U-Turn tatsächlich. Nee, er geht sogar auf die Blue Flare. Das ist jetzt ein bisschen doof. Sogar ein sehr, sehr doof. Shit, hätte ich das jetzt so früh opfern dürfen? Ich weiß es nicht. Wenn er gescarft ist, kriegt Aero. Wie viel kriegt denn Aerodactyl? Ich kann nicht schreiben. Kriegt Spyro von einem Victini eher in die spezielle Richtung. Timid kriegt er von Blue Flare eigentlich nicht viel. Warte mal, der hat keine EVs drin. Na, dann ganz toll. 28, auch nicht viel. Okay, dann gehen wir jetzt in Spyro. Und ich entscheide mich jetzt hier für, gehe ich direkt für Crunch oder erst Stone Age? Ich denke erstmal Stone Age. Ich hoffe nur, ich misse diese jetzt nicht. Das wäre jetzt tatsächlich so das Schlimmste, was passieren könnte. Während er jetzt in sein Kaufwerk geht, das war klar. Wir gehen in unsere Mega, kriegen Stone Age raus, machen 38%. Da kalken wir doch mal direkt Kofagrigus. Krieg von der Stone Age. Warte, was? 41 bis 49. Wie viel haben wir gemacht? 38. Das heißt, er hat auf jeden Fall Death Investment. Crunch macht aber auf jeden Fall. Crunch müsste reichen. Wir gehen jetzt auf Crunch. Weil das halt reicht. Und was könnte er potenziell? Er hat nichts, was er reinwechseln kann. Das ist das Schöne. Das, glaube ich, wird ein schneller Kampf. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr schneller Kampf. Wir können halt das Kaufwerk hier prinzipiell rausnehmen. Ich weiß nicht, ob er jetzt wechselt oder nicht. Er könnte es machen, muss es aber nicht. Und der bleibt hier drin und überlebt das Ganze so knapp. Oh, das ist scheiße. Kommt jetzt Rest? Ja. Das ist jetzt echt kacke. Weil jetzt meine Tough Claws weg sind. Ich weiß nicht, ob er mich jetzt angreift oder nicht. Ich würde ihn jetzt gerne taunten. Ich taunte ihn, glaube ich, erst einmal. Ah, das ist eine doofe Situation. Dass das jetzt nicht gereicht hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Roll war oder wir mit der Stone Age. Habe ich mich da jetzt verkalkt? Habe ich irgendwie einen Crit oder so übersehen? Ah! Wäre ich jetzt auf Stone Age gegangen, wäre das Weavile down. Das Ding ist aber, Ice Shard ist eigentlich mega obvious. Ice Shard ist mega obvious, aber ich denke, er wird auf Ice Shard einfach bleiben. Bleibt er auf Ice Shard? Wir haben den Leben Orb gesehen. Der bleibt auf Ice Shard, glaube ich, oder? Opfer ich vielleicht sogar Crocodile? Ob das die richtige Entscheidung ist, weiß ich nicht. Ich möchte halt Mega Aerodactyl eigentlich noch nicht abwerfen. Auf der anderen Seite könnte er das wieder predikten. Warte mal, wie viel kriegen wir denn von Weavile? Mit dem Life Orb von einem Ice Shard. 56 bis 66. Wenn er Adamant ist, dann hat das immer noch keine Chance auszureichen. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Iron Head. Ja, nehme das Weavile raus. Okay. Damit sind wir jetzt zwar gezwungen, drin zu bleiben, aber das ist okay für mich. Weil ich irgendwas nochmal Fettschaden reindrücken kann. Und das ist eigentlich ganz okay. Hier ist halt die Frage, möchte ich Crunch drücken oder Stone Age? Stone Age hat halt die Crit-Chance. Crunch macht 39%. Er geht auf Shadow Ball, das ist okay. Denn wir können jetzt eigentlich... wir können halt nicht mehr Knockoff benutzen. Warte mal, was macht ein Salazzle dagegen? Unser Ivy mit Fire Blast. Macht gegen Kofag... Ich gehe zwar darauf, dass er vielleicht physisch defensiv ist oder so. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ausreicht oder nicht. Das Kaufwerk könnte nämlich echt ziemlich, ziemlich krass nerven. Wir könnten es jetzt toxinisieren, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Und ich glaube, die möchte ich sogar in Erwägung ziehen. Toxinisiere ich den jetzt einfach.
Weil danach reicht es halt für IB auf jeden Fall aus. So weiß ich nicht, ob es reicht. Reicht das? Wir können halt auch noch paralysieren ein bisschen. Jetzt bringt uns die Yachi Berry auch nichts mehr. Was ist denn jetzt am cleversten? Ich weiß halt nicht, ob Celeste reicht anhand des. Ich muss nochmal schauen. Aerodactyl, mega. Wie viel hat nochmal der Crunch gemacht? 48%. Das bedeutet, wenn er Bolt ist, dann braucht er hier auf jeden Fall Death Investment. Noch mehr Death Investment. Er braucht mindestens 144. Und er muss Bolt dafür sein. Der ist auf jeden Fall eher in die physische Richtung defensiv. Und wie viel machen wir mit Fire Blast? 48 bis 57. Ich muss es jetzt riskieren. Ich gehe jetzt volles Risiko. Und hoffe, dass dieser Fire Blast ausreicht. Ich könnte jetzt auch auf die Sludge Wave gehen, predictend, oder die HP Grass predictend, dass er in irgendwas anderes geht. Wollen wir das vielleicht sogar riskieren? Riskiere ich das, ist die Frage. Ist natürlich immer die Frage, ne? Ich könnte mir gut vorstellen, dass er jetzt in sein Barbarecca geht. Aber das ist nicht. Wobei, das ist nicht gescarft. Das ist 100% nicht gescarft. Wir gehen auf Fire Blast. Und es reicht aus. Sehr, sehr schön. Das heißt, als nächstes kommt, wenn das. Ich hoffe, wenn das Scarf Victini ist. Das muss eigentlich Scarf Victini sein, ne? Ja. Ich weiß halt, beim letzten Mal hatten wir Ewigkeiten dieses Spielchen. Wer geht in was rein? Und ich denke. Halt, wenn er jetzt auf U-Turn geht, dann nimmt er meinen Krokodil nicht raus und geht in Thanatora und kriegt damit sein Setup. Und das muss ich eigentlich verhindern. Das kann ich eigentlich nicht eingehen. Weshalb ich hier eigentlich. Ich möchte hier hin Power Grass drücken. Ich denke, er wird auf U-Turn. Also den Scarf geblufft. Er ist nicht Scarf Victini. Wäre ich jetzt auf Sludge Wave einfach gegangen, dann wäre er jetzt weg gewesen. Das wäre schön gewesen. Und was möchte er aber jetzt gehen? Sein Sylveon nimmt verdammt viel Schaden. Und droppt dran. Vor allem, wenn er nicht Scarf ist, dann keine Ahnung. Ja, ich muss halt jetzt Sludge Wave drücken, ne? Es gibt halt jetzt eigentlich nichts anderes, was ich drücken kann. Wechseln ist in, glaube ich, keiner Form irgendwie sinnvoll, weshalb ich jetzt einfach hier auf die Sludge Wave gehe. Was ist ein Scarf? Hat er vielleicht keinen Scarfer dabei? Ja, das eine, was er. Ist das Scarf Thanatora? Ich meine. Das Ding ist halt, dass Cobalion das dann rausnimmt. Cobalion holt jetzt normalerweise in jedem Fall einen Kill, glaube ich. Sludge Wave kommt, macht 67%. Wish kommt. Na, es gibt eigentlich keinen Grund für mich, nicht weiter auf Sludge Wave zu gehen, ne? Ich weiß nicht, was der Wish Play ihm jetzt bringt, weil er hatte doch schon den Sash auf seinem Dings. Wir haben mit Sludge Wave 67% gemacht. Das heißt, auf Dauer gewinnt er das mit Sylveon nicht. Und ich weiß nicht mal, ob die 67% nicht eine Min-Roll waren. 63%. Wir kriegen Poison. Oh Gott, das besiegt ihn jetzt. Ja. Wobei er jetzt damit einen Free-Switch kriegt. In sein Thanatora. Jetzt ist halt die Frage, hat er die Anti-Grass-Beere oder nicht? Je nachdem überlebt er das dann, kriegt die Wish-Heilung. Aber selbst dann outspeedet immer noch unser Cobalion. Selbst dann outspeedet noch Cobalion. Ich glaube, das ist GG. Ja, er schreibt schon GG. HP Grass killt das Ding. Gut, das ist GG. Das Poison hat's besiegelt. Na, das ist natürlich jetzt doof. Wobei ich nicht weiß, was er halt angestellt hätte. Im Endeffekt hätte, glaube ich, Scarf Cobalion gewonnen. Aber damit haben wir 4-0 gewonnen. Sind jetzt auf jeden Fall safe in den Playoffs. War eigentlich lief wirklich schnell, lief gut für uns. Celeste hat auf jeden Fall hier das Match gemacht, also das hat nach Rocks aufgeräumt. Der Plan ist also komplett aufgegangen, dass ich ihn mit Rocks enorm pressure und dann eigentlich Celeste den Rest auseinander nimmt. Das finde ich sehr, sehr gut. Wie viele Kills hat denn jetzt Celeste gemacht? Eins, zwei, hat es das Kaufwerk gekillt? Ich glaube schon, ne? Drei, das Sylveon gekillt. Vier Kills hat in diesem Kampf Celeste geholt. Ich bin stolz auf dieses Mon. Wir sehen uns auf jeden Fall dann in den Playoffs. Bis dann und ciao.